Hey und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Live. Wir stehen hier vor unserem bereits verkleinerten ME-System, was ich offscreen gemacht habe. Hier kann man noch reinsehen, weil hier noch alles ausgefüllt wird. Und es hat sich etwas getan. Wir gehen mal hier rüber. Guck mal hier. Professor Ente ist keine KI mehr. Sieht noch ein bisschen komisch aus. Ich habe auch versucht, mit ihm zu reden. Er ist anscheinend noch am Laden. Wie General Dieter, Edgar Junior, Claudia und Edgar. Edgar und Claudia sind zusammen und Edgar Junior ist deren Sohn. Edgar hat keine Flecken, während die beiden Flecken haben. Okay. Naja gut, es hat sich noch was getan. Und zwar habe ich weitergebaut. Ich habe hier jetzt voll viele Kühe. Wegen den Büchern. Ich habe auch einige Bücherregale oben gemacht. Und das zeige ich euch jetzt einfach mal, was ich oben generell alles gemacht habe. Hier hat sich nichts verändert, hier auch nicht, hier auch nicht, hier auch nicht, hier aber. Hier, das habe ich umgebaut. Hier seht ihr schon etwas von oben dann. Kommt nämlich etwas Kleines hin. Hier habe ich das soweit gebaut, da fehlt noch ein Block. Hier sind die Bücherregale alle ergänzt wurden. So, und hier kommen halt noch die ganzen anderen Bücher rein, die ich dann fürs Verzaubern benutze. Ich habe auch wieder 24 Level. Und das liegt an etwas, was ich euch jetzt zeige. Tada! Hier haben wir Mob-Spawner. Einmal Banditen, Zombies und Skelette. Dafür gehen wir jetzt hier mal zum Beispiel rein. Okay, hier ist nichts. Ist hier was? Ja, hier ist zum Beispiel ein Zombie und ein Skelett. Kommt schon, da, so. So, ihr seht. Autsch. Okay, das Ding konnte mich doch anschießen. Aber wir machen hier mal ganz kurz die Tür zu. Und dann haben wir hier noch Banditen. Zack. Die können mich echt böse anschießen. Aber. So, und jetzt wird das zum Beispiel auch alles nach hier vorne geschmolzen. Ich habe dann hier die Pistolen. Hier habe ich eine übergeile, die FSS. Oder F. Nee, FSS Vintorrents. Die ist richtig geil, die Waffe. Und dadurch bekomme ich halt auch XP. Hier, das war noch mit Professor Ente. Und, Rods habe ich das gemacht, mit den Spawnern hier alles. Das Design habe ich mir eigentlich selbst ausgedacht. Ich hatte eigentlich da vorne was anderes. Das haben wir dann aber mal eben weggesprengt mit Obsidian-TNT. Was echt abgeht. Die Idee von Rods war erstmal, eine Atombombe zu zünden. Aber das hätte mir hier alles zerstört. Ja, gut. Was wollen wir heute machen? Wir wollen heute unsere Dunkelstahlrüstung, die ich hier zufälligerweise auch anhab, verbessern. Ich habe das alles aufgeladen. Und hier ist ein, das nennt sich Rubber Tree. Den brauchen wir fürs Jetpack. Ah ja, hier hat sich auch noch was getan. Hier baue ich so eine kleine, ja, Labor hin, wo ich dann meine eigenen Sachen zusammenzimmern kann. Hier sind 1 Million RF drin gespeichert. So, weil hier den Output habe ich einfach mal zugemacht. Und jetzt gibt der aus der Batterie keine Energie mehr an die Siebe ab. Und hier legen wir zum Beispiel unser Schwert rein und gucken mal, wie schnell das geht. Zack. Und es ist wieder voll. So, und es geht einfach so schnell wieder alles rein. Was brauchen wir dafür? Wenn ihr hier mal guckt. Empowered Hold Shift. Wir wollen jetzt Empowered mit 2 haben. Das heißt Basic Capture. Die habe ich hier schon vorbereitet. So. Und ich hoffe, meine Level reichen aus. Sollten sie aber. Von daher. Ja, erstmal noch was futtern. So, dann gehen wir hier nämlich an unseren Amboss. Und dann hauen wir das erstmal auf Schwert drauf. The Ender. Okay, dann passt auch 150 RF drauf. Was brauchen wir danach? Double Layer Capture. Wie wird denn. Double Layer Capital. Oh, die dürfte ich auch eigentlich hinbekommen zu craften. Aber darum geht's gerade nicht.
Okay. So, wir müssen mal unsere Rüstung hier gerade ausziehen. Unseren Helm. Und unsere Brustplatte. Jetzt sind mir die Level ausgegangen. Die gehen wir jetzt allerdings mal ganz kurz runter. Aufladen und dann werde ich auch mal versuchen, ein paar Mobs zu klatschen. So. Das da rein. Das und das. Das wird jetzt hier alles schön aufgeladen bis zu 150 RF. 60% Damage absorbed by Power. Und das hier, was 60, ja auch 60 Damage. Ich überlege gerade noch, ob ich da Spoon drauf machen soll. Weil dann habe ich auch die, das wie wenn Schaufel ist. Okay. So, hier wird halt Glider drauf gemacht. Nee, gar nicht, hier kommt ein Jackpad drauf. Und hier kommt Solar 1 drauf, auf jeden Fall. Gut, das können wir wieder anziehen. Die behalten wir mal kurz draußen. Allerdings möchte ich meinen The Ender in der Hand haben. So. Mit Skeleton macht man normalerweise eigentlich immer am meisten. Okay, ich muss hier definitiv mal einen Chunkloader hinhauen. Hier machen wir mal gerade eben zu. Suchen wir mal gerade eben nach einem Chunkloader, was wir dafür brauchen. Oder muss ich mir die liefern lassen? Nee. Scheint nicht so was. Cold Chunkloader, Mine Factory. Mal. Ja. Okay, Enderpearl, die haben wir leider nicht mehr. Die muss ich mir eh liefern lassen. Da habe ich auch schon eine Bestellung aufgegeben. Okay, hier, Compressed Zombie. So, hier unten könnte ich dann halt auch die Sachen wieder rausholen. Rüstungen einschmelzen, die ich bekomme. Oh, ich muss mal husten. Ja, ich bin immer noch ein bisschen erkältet. So, vier. Okay, ich brauche mindestens 12 Level. So, und das hier sind natürlich nicht die einzigen Spawner, die hier hinkommen. Ich habe schon besprochen. Hier kommen auch einige andere hin. Weil nach da wird noch erweitert. So, gehen wir nochmal hier ran. Level 7. Wie mache ich denn 20 RND 9? So, 20 RND. X 39. Okay, mit Steel Plates. Dafür brauchen wir Steel. Dafür brauche ich Steel. Das, dafür brauche ich. Oh, Steel, das dürfte ich bekommen. Dann schiebe ich das hier mal gerade eben ein. Und bis in der nächsten Folge habe ich dann, hoffe ich, farm einfach so lang, bis ich 50 Level oder sogar noch mehr habe. Und, ja. Gut, hier brauche ich Steel.
Stil für Modern Warfare, Stil Dust. Dann habe ich hier. Kohle wird mir auch neu angeliefert, weil das ist der Rest an Kohle, den wir haben. Gut, aber das hält mich nicht davon ab, hier den Stil Dust reinzuhauen. So. Weil dann kann ich tatsächlich anfangen, ein paar Waffen herzustellen, so dass ich die auch nutzen kann und nicht immer nur die Drops benutzen muss. Dann stelle ich mir ein paar Magazine her, hole mir möglicherweise auch einen Rucksack-Mod hier rein. Und ja. Gut, bis zur nächsten Folge habe ich dann genügend Level. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, haut rein. Ciao, ciao.